Ja, hallo Bienenfreunde. Heute möchte ich mal wieder eine Durchsicht machen. Und zwar hatte ich ein Volk, was drohnenbrütig war. Da möchte ich jetzt mal nachgucken. Das habe ich auf meine Art und Weise saniert. Gibt ja viele Möglichkeiten. Die sicherste ist eben, die Kiste nehmen und 100 Meter entfernt die Bienen abkehren und dann wieder aufstellen ohne Bienen. Die normalen Bienen fliegen zurück, die Afterweisel bleibt dann, da sie bedingt flugfähig ist, am Standort, wo sie abgefegt wurde, zurück. Also ist dann keine Drohnenmutter oder Afterweisel, wie sie auch immer heißt, mehr im Volk, und das Volk kann dann neu beweiselt werden. Ich habe sie etwas anders gemacht. Ich hatte eine Jungkönigin in einen Zusatzkäfig für 3 Tage oder 4 Tage reingehängt. Und was machen die Bienen da eigentlich? Ja. Die Pheromone der Königin verbreiten sich im Volk. Und da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder die Bienen entsorgen die Afterweisel selber oder die Afterweisel stellt ihre Legetätigkeit ein und erkennt die neue Königin an. Dazu muss er aber eben im verschlossenen Käfig erstmal ein paar Tage drinnen bleiben. Und dann kann man den Käfig öffnen über Futterteig, dass die Bienen sie freifressen. Und da werde ich jetzt mal gucken, ob das geklappt hat. Des Weiteren ist mir ein Volk gestern Abend aufgefallen. Da werde ich dann auch noch mal reinschauen. Das hatte gestern Abend noch ziemlich viel Flugbetrieb. Und da muss ich gucken, ob das eventuell Räuberei war oder da hat auch eine Königin gefehlt, da waren Weiselzellen drin. Ob eventuell eine Jungweisel geschlüpft ist und die ein bisschen aufgeregt waren deswegen. Also das Volk war sehr unruhig. Da schaue ich dann auch noch mal rein. Bis gleich. So, also das hier ist das Volk, was drohnenbrütig war. Und da wollen wir jetzt mal gucken, wie es aussieht. Hier hatte ich ja für längere Zeit eine Schlupfkäfig reingegeben mit einer jungen Königin. Hab den dann nach 3-4 Tagen geöffnet über Futterteig, dass sie die freifressen können. Und die Bienen sind ja bestrebt, das Volk zu erhalten. Und dann gibt es wieder die Möglichkeit, sie töten die Afterweisel selber oder die Afterweisel überlegt es sich. Und so, hier ist jetzt der Schlupfkäfig. Die Weisel ist raus. Und jetzt schaue ich mal, ich kontrolliere auch gleich den Futtervorrat. Ich werde mal hier hinten anfangen, erstmal ein paar Waben rauszunehmen. Die sitzen hier voll, das sind hier hinten alles Futterwaben. Das war ja im Prinzip mein Sammelbrutableger hier. Und da will ich jetzt mal schauen, also Bienenmast ist da. Ja, hier ist auch noch etwas Futter drauf. Ja, da ist noch Futter drauf, die haben auch frisch eingetragen. Ich hatte denen ja auch einen ausgeschleuderten Honigraum gegeben, wo sie sich dann bedienen konnten. Der ist ja leicht, es kommt nichts mehr rein. Also wir haben jetzt Abnahmen pro Tag so zwischen 300 und 500 Gramm laut meiner Stockwaage. Ja, hier ist auch noch genügend Futter drauf und frischer Nektar sogar. Es sind nicht mehr viel Drohnen drin. Oder die kommen erst noch. Ja, die Wabe ist schön leer. Können wir zur Not ins Brutnest hängen. Hier auch. Ja, hier sind noch ein paar Drohnenzellen drauf. Hier. Ist noch nicht ganz fertig, die Drohne. Ja, sie bedienen sich an den Futtergrenzen. Aber die Ruhe der Bienen sagt mir halt, dass hier eigentlich alles okay sein sollte und dass die Weisel angenommen wurde.
Na, hier haben wir jetzt schon eine Wabe mit frischen Stiften. Und jetzt eine, sollte eine 2,8, 2,19er Weise, die ich selber gezogen habe, drin sein. Die macht sich dann sehr gut. Also die Bienen sind sehr ruhig. Auch hier Stifte. Maden, auch in allen Stadien. Ja, und keine Drohnenbrut mehr, also Arbeiterinnenbrut. Also das sieht gut aus. Die Weisel ist noch ungezeichnet, also falls ich sie sehe, ich suche sie jetzt nicht explizit. Ich suche sie jetzt nicht explizit. Ja, wie ihr seht, die Bienen ganz ruhig hier. Ich weiß nicht, ob man die Stifte erkennen kann. Na, hier Pollen drauf, blauer Pollen. Ja, hier ist noch ein bisschen Drohnenmasse. Und eben der blaue Pollen. Wir haben das Glück, dass hier bei uns dieses Jahr ein Bauer einen Blühstreifen angelegt hat. Zurzeit blüht da die Phacelia. Und ein paar Disteln. Also sind die Bienen hier gut versorgt. Das Volk sieht gut aus. Keine aufgeregten Bienen. Ich lasse jetzt die Wabenanordnung so. Und hier sind eben Stifte. Sehr schön. Das hat geklappt. Die Sanierung eines Drohnenbrüters, so wie ich das gemacht habe. Eben Voraussetzung ist, dass ihr eine Jungweise möglichst nehmt, die noch sehr gut absondert und die 4 Tage oder 5 Tage im Schlupfkäfig mit ihren Begleitbienen lasst. Und dann überlegt sich das Volk, was besser ist, mit der Afterweisel zu leben oder die neue Königin zu akzeptieren. Meist entscheiden sie sich für die Königin. Man merkt es auch, wenn man den Zusatzkäfig dann nach 3, 4 Tagen drauflegt und die Bienen ihre Rüssel durchstechen, also durchstecken, um die Königin zu füttern, dann ist alles okay, alles bestens. Na, hier auch Eier. Eier und Brut in allen Stadien.
Königin finde ich jetzt hier nicht. Aber ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Sie ist zumindest da. Es wird keine Drohnenbrut mehr produziert, es wird Arbeiterinnen produziert. Die Stifte sehen auch gut aus, schön in der Mitte stehend. Das ist super. So, und das Volk zeigt auch keine Weiselunruhe, also. Ich habe sie gefunden. Ich weiß nicht, ob man sie jetzt hier sieht. Schönes, ruhiges Tier. Und ich versuche, die jetzt gleich einen Klecks zu verpassen. Also greifen mit der Hand. Ich habe sie. So, hier ist sie jetzt drinnen. Sieht man so? Sehr schönes Tier. Eine Jungweisel von diesem Jahr selbst gezogen. Und die kriegt jetzt ihr Plättchen. Das wird meine Nummer 7. So, dann hängen wir wieder alles zusammen. Also das hat super geklappt, diesen Drohnenbrüter zu sanieren. Da bin ich glücklich. Ist das Volk gerettet. Und ich habe es nicht in der klassischen Methode gemacht, die Bienen einfach hier abzuschlagen, sondern über Zusetzen einer Jungweise im verschlossenen Schlupf- oder Zusatzkäfig. So, ich lasse den die Waben hier mit dem Futter jetzt hinterm Schied. So, da lassen wir die jetzt wieder ins Volk laufen. Seht ihr sie? Hier läuft sie. Schlopp, weg ist er. Die hat die Nummer 7. Eine 219er Weise. Also das Volk ist alles in Ordnung hier. Ich lasse den auf den Honigraumer drauf, obwohl er schon leer geleckt ist. Der ist super leicht hier. Da ist nichts mehr drin. Ja, da kann ich mal gucken hier. Die Waben, die sind schon ausgeschleckt hier. Ein bisschen bringen sie noch rein von der Verzelia jetzt, aber das lagern sie nicht in den Honigraum ab, das lagern sie unten ab. Ist jetzt ein bisschen laut, unser Rasenmäher fährt vorbei von der Stadt, der wieder alles platt macht. So, wenn es euch gefallen hat, ich euch was Neues gezeigt habe, den hier. Sonst gerne meinen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr nichts Neues. Bis gleich im nächsten Video. Tschüss!